Das Bildhauersymposium und das Tanzfestival bedeutet für Gießen eine enorme Bereicherung des kulturellen Angebotes, insbesondere auch im Hinblick auf die dabei entstehenden Exponate, die auch nachhaltig in Gießen vorhanden sein werden und an denen wir uns auch zum Beispiel während der Landesgartenschau 2014 erfreuen dürfen. Das Bildhauersymposium ist die Gelegenheit für die Stadtbevölkerung Gießens, an einem Werkentstehungsprozess teilnehmen zu können, den Künstlern über die Schulter schauen zu können bei der Herstellung ihrer Kunstwerke. Und ich denke, das ist eine einmalige Gelegenheit für die Bewohner der Stadt, das miterleben zu können, zumal die Kunstwerke ja auch für den Ort, an dem sie aufgestellt werden, konzipiert und gestaltet werden. Das Tanzartfestival ist eigentlich ein Ringfestival, das insgesamt 60 verschiedene Tanzkompanien europaweit verbindet. Und diese Tanzkompanien tauschen jährlich aus ihre neuen Produktionen, zeigen ihre neuesten Arbeiten. Die Veranstaltung zeigt Gießen in breitem Spektrum, was man mit Kultur alles machen kann, wie man Kultur erleben, erfahren, ersehen, begreifen kann. Man hört, man liest, man tanzt, die Kinder spielen, die Großeltern sind dabei. Das heißt, Kultur ist ein ganz entscheidender menschlicher Beitrag zur sozialen Hygiene in einer Stadt, zur sozialen Verbesserung, zur menschlichen Wirklichkeit, um den Alltag, um den Stress, um all das, was wir im kommerziellen Bereich nur kennen, als Effizienz abzubauen und in eine andere Ebene zu tragen. Die Bevölkerung kann mit den Künstlern in einen Kontakt treten, Gespräche führen und eben wirklich teilnehmen an ihrer Arbeit. Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten gefunden. Wir arbeiten mit einem Team von Soziologen unter Dr. Rakelmann und einem Team von der Sportuni Gießen unter Antje Klinge zusammen. Wir werden Stadtraumaktionen machen, wir werden Videofilme zeigen, wir werden getanzte Aktionen, Performances zeigen und wir werden natürlich im Rathaus auch einen Parcours zeigen, in dem sehr, sehr viel Tanz gezeigt wird. Das Bildhauersymposium beginnt am 16.05. und an den drei Wochenenden sind die Künstler hier in Gießen vor Ort und arbeiten an den ihnen zugewiesenen Plätzen, an ihren Kunstwerken. Kommerz ist sicherlich etwas, was uns weiterbringt, was uns vieles ermöglicht. Das Geld ist da, um Kindergärten und Schulen zu bauen. Aber wir müssen es auch mit seelischem Leben füllen. Wir müssen es auch mit menschlicher, humaner Ansprache füllen. Und da gibt uns die Kultur ganz, ganz wesentlichen Beitrag. Die Werke werden ja an den Plätzen, an denen sie aufgestellt werden, auch hergestellt. Es ist geplant, dass die Kunstwerke auch an diesen Stellen verbleiben. Zuallererst einmal ist ein Highlight natürlich die Zusammenarbeit mit der John Cage Stiftung, mit der John Cage Orgel Stiftung. Wir werden eine Live-Übertragung übers Internet des Stückes Organ 2, As Slow As Possible, in das Atrium des neuen Rathauses bekommen. Dazu werden wir mit der Videoperformerin und Choreografin Anna Bär eine Vorstellung zeigen, die von Tänzern der Tanzkompanie Gießen getanzt wird und die vom Kulturamt der Stadt unterstützt wird. In die Eröffnung des neuen Rathauses wird die Veranstaltung durch mehrere parallel stattfindende Veranstaltungen eingebunden. Beide Veranstaltungen werden sich ergänzen und wechselseitig befruchten. Das Festival zeigt uns sozusagen in einem Intensivkurs aus Tanz, aus Sprache, aus Klang und der Korrespondenz der unterschiedlichen Fächer miteinander, was möglich wäre, wenn wir noch mehr darin investieren würden.